Ja, Dasha, wir danken Ihnen. Setzen Sie sich. Die Information, dass Jaffat nukleare Waffen hat, wurde von unserem Agenten und ausländischen Kollegen bestätigt. Deswegen haben wir sie rufen lassen. Aber das ist noch nicht alles. Ein Sprengkopf befindet sich in Russland. Wir wissen leider noch nicht wo. Sie, Dasha, haben die Aufgabe, mit Ihren Möglichkeiten in Jaffats Organisation zu gelangen. Ihr Lebenslauf wurde geändert. Sie sind perfekt für diese Aufgabe. Geradezu ideal. Niemand wird etwas davon erfahren. Sie kennen diese Person, richtig? Dasha, Sie tragen jetzt eine große Verantwortung. Seien Sie vorsichtig. Die Auswirkungen dieser Explosionen wären katastrophal. Lasst ihn durch. Sind Sie jetzt glücklich, Jaffat? Kommt ganz darauf an. Das Geld ist mir lieber. Das bekommen Sie bei jeder Bank. Ja, das große Amerika und seine großen Versprechungen. Hm.
Und was ist hiermit? Sie haben mich zu einem Monster gemacht. An jeder Straßenecke gibt's diesen Mist für $6. Was denken die von mir? Die hassen Terroristen. Sie hassen es auch, wenn ihre U-Boote mit nuklearen Sprengköpfen sinken. Davon reden Sie gar nicht. Nein, Jaffat, das stimmt nicht. Sagen Sie Ihrer Bevölkerung, dass Ihre Leute später am Unfallort waren als meine Leute. So kam ich in den Besitz der nuklearen Sprengköpfe und habe 2 lange Jahre damit verbracht, sie in 4 verschiedenen Orten auf der Welt zu platzieren. 4 Bomben in 4 Stadtlandschaften in 4 verschiedenen Teilen der Welt. Das ist eine starke Belastung, Riley. Und ich möchte mich von dieser Last befreien. Ich habe 5 Kinder und 11 Enkelkinder. Die Hälfte von ihnen besucht Schulen in Europa und in ihrem Land. Sie haben alle große Pläne für die Zukunft und ich kann sie nicht enttäuschen. Aber ich bin von wilden Fanatikern umgeben. Für sie kann jedes Problem mit einem Knopfdruck erledigt werden. Und sie werden vor nichts zurückschrecken. Das ist meine große Sorge. Die Sprengköpfe können durch ein Telefonsignal eines bestimmten Senders aktiviert werden. Wenn man den Code kennt, kann man die Bomben explodieren lassen. Ich bin bereit, Ihnen den Code und den Standort des Senders mitzuteilen. Nein, das sind nicht
Menschen soll sterben. Wie ein Hund. Merkt ihr diesen Namen? Louis Devier. Er ist Bankier und lebt in Paris. Er macht Geschäfte mit Batsche. Sie haben den Schlüssel. Du musst Batsche umbringen. Wenn er den Code kennt, wird er die Bomben hochgehen lassen. 11 Ziffern. Zwei meiner Freunde kennen jeweils einen Teil des Codes. Und den Ort, von dem man das Signal senden muss. Batsche wird versuchen, sie zu finden. Aber es gibt noch einen dritten Teil des Codes. Wer kennt den dritten Teil des Codes? Wenn Sie jetzt nichts sagen. Ich bin nicht mal schnell gefahren. Warum verdammt nochmal haben Sie angehalten? Monsieur, diese Dame ist verrückt. Wir sollten die Polizei. Steigen Sie ins Polizei. Entschuldigen Sie. Ich warne Sie. Starren Sie mir nicht auf den Hintern. Oh Gottes Willen, was soll ich denn tun? Hört gefälligst mit der Huperei auf! Ich kann hier jetzt nicht wegfahren! Schließlich werde ich nicht herumschockiert, wie andere Leute. Es tut mir wirklich sehr leid. Bitte nehmen Sie das. Ich möchte meinen Fehler wieder gut machen. Dann will ich nicht so sein. Monsieur... Devier. Rufen Sie mich an! Wie kann ich Ihnen helfen? Ein Anruf aus Paris. Auf Leitung 2. Hallo, hatten Sie einen guten Flug? Geht es Ihnen gut? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Wie läuft denn schon? Mein Vorsprechen heute früh lief sehr gut. Der Sohn eines Freundes wird ihm heute einen Besuch abstatten. Ein Computergenie hat sonst nicht viel drauf. Dann können Sie ihm sagen, was mit Ihrer Software nicht stimmt. Verstanden? Hatte ich Sie nicht gebeten? Er ist schon in Paris.
Lebenslauf sind wir ein verheiratetes Paar. Mhm. Dann... Was? Hast du Erfahrung damit? Nein. Ich auch nicht. Dann haben wir ein Problem. Hallo? Marie Claire? Ja, was wollen Sie? Es geht um Ihre Software. Heute Abend bin ich verabredet. Aber ich stehe doch schon vor Ihrer Tür. Hoppla. Was denn? Hi, ich bin Maus. Der Computermann. Eigentlich heiße ich Anton. Ich glaube, es ist besser, wenn ich hier warte. Auf keinen Fall. Du wolltest helfen, also fang an. Zeig mir, was du drauf hast. Ist das eine Schussverletzung? Das ist alles bis jetzt. Schaffert ist sehr vorsichtig. Ich glaube, er wird sich mit Amerikanern treffen. Ich muss jetzt gehen. Du bist so wunderschön. Wenn du auch nur ein Wort sagst, bekommst du Ärger mit mir. Hoppla. Sieh dir das an. Heimer CIA-Standort. Da sind wir auf was sehr Wichtiges gestoßen. Das ist die Frau, die wir suchen. Da haben wir die Bestätigung. An diesem Tag waren 48 Leute in der Festung. Alle starben, inklusive Riley und Jaffard. Sie war die einzige Überlebende. Unsere Leute haben dort ihre Fingerabdrücke gefunden. Sie ist Europäerin. Mhm. Wir wissen aber nicht, woher sie genau kommt. Vor 3 Jahren tauchte sie an der Seite von Jaffard auf, wie ein Dienstmädchen, aber eigentlich war sie seine Leibwächterin. Jaffard vertraute ihr voll und ganz. Aber was macht sie hier in Paris mit Butchers Freund? Als sie François angeschrien haben, dachte ich... Ich vergaß es auszuschalten. Was dachten Sie? Ich dachte, ich müsste Sie besser kennenlernen. Ist das möglich? Ach, kommen Sie. Sie haben doch bestimmt jede Woche eine Verabredung mit einem schönen Mädchen. Denken Sie, dass ich so ein Frauenheld bin?
Ich denke, dass Sie eine Person sind, die Ihren Normen nachgeht. Versuchen Sie nicht, mich zu beeindrucken, denn das bin ich schon. Mir ist es vollkommen egal, was für eine Art von Mann Sie sind. Ich esse viel lieber mit Ihnen zu Abend, als mit irgendeiner meiner Freundinnen. Ich mag Ihre Gesellschaft. Ich finde das sehr interessant. Monsieur Delier, da ist ein Anruf für Sie. Danke. Bitte sehr. Meine Arme möchte gern, Madame Delier. Es ist eine Strafe, jemanden wie mich als Ehemann zu haben. In einer Minute bin ich wieder da. Zu. Hör zu. Einer von Ihnen ist in Norwegen. Den suchen wir gerade. Ein anderer ist von einem Land zum nächsten gereist und hat sich in Malaysia zur Ruhe gesetzt. Der italienische Anwalt ist kein Problem. Der ist in Florenz. Dort werden wir in einer Stunde sein. Reserviert mir eine Suite. Ich komme auch. Ciao. Monsieur Devier entschuldigt sich. Er musste dringend geschäftlich nach Florenz. Er wird Sie anrufen, wenn er zurückkommt. Die Rechnung ist beglichen. Steig ein! Mach schon! Was nicht? Lass den Motor laufen. Keine Bewegung. Wo ist sie? Scheiße, sie haut ab! Los, hinterher! Ich da rüber! Oh, ich seh nichts! Verdammt! Ich weiß es nicht. Rutsch rüber! Ah,
haben sie uns. Du meinst tatsächlich, die Typen in deiner Wohnung, die Verfolgungsjagd und das alles wegen einer blöden Postkarte? Keine Postkarte, es ist ein Foto. Na und? Das ist meine Lieblingsstadt. Paris, ja? Und das ist alles? Ja. Sag mir, was ich noch nicht über ihn weiß. Sein Vater, Philippe Devier, ist vor 11 Jahren gestorben. Sein Sohn hat das Geschäft übernommen. Das weiß ich. Das weiß jeder. Aber nicht, dass Philippe nicht Louis' Vater war. Sein richtiger Vater war Algerier. Er sprengte sich mit einem Auto in die Luft. In der Nähe der französischen Botschaft in Kairo. Louis war damals 5 Jahre alt. Ich weiß nichts. Ich bin doch nur ein Anwalt. Bitte bringen Sie uns nicht um. Louis hat später an der Sorbonne studiert. Mit Auszeichnung. Richtig. Aber du weißt nicht, dass er 82 fast im Gefängnis gelandet wäre. Was war passiert? Er hat fast jemanden umgebracht. Alles im Safe. Was ist mit diesem Foto? Sag mir, wenn ihr sie gefunden habt, aber tut ihr nichts. Wir brauchen sie lebend. Hast du mich verstanden, Ronny? Mhm. Gebt mir Bescheid, wenn ihr sie habt. Ja. Allerdings bin ich mir gar nicht sicher, ob sie sich überhaupt noch in Frankreich befindet. Und das ist jetzt also das wunderbare Florenz. Hätten sie nicht eine dezentere Straße auswählen können? Ich glaube, es ist... Okay. Agent 28 meldet sich auf dem geheimen Kanal. Er ist im Westin Excelsior, Zimmer 537. Er ist heute früh mit seinem Privatflugzeug eingetroffen. Eine schlaflose Nacht? Es ist ein schlafloses Leben. Gibt's was Neues?
Wir haben leider zu wenige Informationen. Wir wissen nur, dass diese Leute etwas mit Jaffa zu tun haben. Es wird Wochen dauern, bis wir sie finden. Tut mir leid, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Die Zeit haben wir nicht. Verbinden Sie mich bitte mit unseren italienischen Kollegen und den Norwegern. Er ist im Restaurant. Soldi war der Erste auf seiner Liste. Was heißt, dass das der erste Teil des Codes ist? Den zweiten Teil finden wir in Norwegen. Da sollten wir Pettersen und Kerami finden. Einer von ihnen, ein Arzt, wurde in Afghanistan gefangen gehalten. Jaffat hat ihn 1998 freigelassen. Nun dann? Um Pettersen und Kerami werden sich andere kümmern. Vertraut mir Butcher nicht? Butcher vertraut absolut niemandem, das kannst du mir glauben. Der Bankier kommt nach oben. Verschwinde sofort. Hörst du mich? Er ist im Fahrstuhl. Ich bin noch nicht fertig. Die sind zu viert. Hau ab. Was ist hier los? Überraschung. Das war keine gute Idee. Mich alleine in Paris zu lassen, war auch keine gute Idee. Ich hätte eine herzlichere Begrüßung erwartet. Wer hat dir gesagt, dass ich hier bin? Niemand. Ich habe alle Hotels angerufen. Die Tür war abgeschlossen. Für 100 Euro wird dir hier jede Tür geöffnet. Thank you.
Louis, müssen die mich so anstarren? Ihr könnt gehen. Ich brauche Butcher. Das ist ein schlechter Witz, oder? Kein Witz. Ich brauche Butcher. Sie haben mich gesucht? Glückwunsch. Sie haben mich gefunden. Wo ist das Telefon? Rufen Sie denjenigen an, den Sie normalerweise anrufen. Okay, dann werde ich dort anrufen. Hallo? Hunter ist am Telefon. Ich bin sofort da. Er ist auf der ungeschützten Leitung. Sagen Sie ihnen, dass Sie mich gefunden haben. Sie wollen nicht? Gut. Dann sage ich es Ihnen selbst. Er hat Butcher gefunden. Norwegen? Was macht Butcher in Norwegen? Hast du je von norwegischen Terroristen gehört? Nein. Niemand wird dort nach ihm suchen. Mach dich fertig. Wir fahren nach Norwegen. Sei ein Schatz und nimm die Pistole runter, ja? Oder hast du vor, mich zu erschießen? Hm? Ich fühle mich nämlich ein bisschen unwohl, wenn du so auf mich... Zimmerservice! Schick sie weg. Zimmerservice. Einen Moment. Oh! Oh! Phantom? Er ist weg. Heil dich!
Wir fliegen nach Norwegen. Wir brauchen Verstärkung für Agent 28. In 70 Minuten brechen wir auf nach Oslo. Bitte informieren Sie unsere norwegischen Kollegen. Sie haben ihn verstanden. Beeilen Sie sich. Sie sich ausfindig machen. Hier abgebogen. Machen Sie schnell. Wie weit sind Sie entfernt? Sind ungefähr 300 Meter vor uns. Verdammt nochmal, er hat die Jacke mit der Wanze weggeworfen. Warum zum Teufel trägt sie keine Wanze? Naja, weil sie wissen doch, wie sie ist, weil sie gesagt hat, dass sie was? Naja, sie steht halt nicht drauf. Du nicht, was er für ein Monster ist. Er wird uns beide töten. Egal. Jetzt ist es ohnehin zu spät. Bring mich einfach nur zu ihm. Und dann? Du hast nicht mal eine Pistole. Ich brauche auch keine. Ich muss nur dicht an ihn rankommen. Oh Gott, bitte bring das Monster um. Du musst ihn töten. Sonst werden wir nicht überleben. Jetzt brauchen wir saubere Sachen.
können nicht weit weg sein. Ich hab's gleich. Ich versuche, ihr Handy zu ordnen. Vielleicht ist es an. Ich hab sie. Wer erwartet dich? Bringen Sie her. Komm. Sie wollten mich sehen? Warum? Ich schreibe für die Zeitung Paris Match und bearbeite nur exklusives Material. Ich hoffe, Sie sind einverstanden, wenn ich unser Gespräch aufzeichne. Wissen Sie, wir befanden uns eine Woche vor einem Exklusivinterview mit Jafar Ben Saidi. Schade nur, dass sich meine Leute früher um ihn gekümmert haben. Wollen Sie wissen, warum ich Jafar umgebracht habe? Jafar hat uns hintergangen, weil er den Heiligen Krieg zum Geschäft gemacht hat. Was hätten Sie an meiner Stelle gemacht, hm? Ich brauche nur meine Hand zu heben. Und Ihr Kopf zerplatzt wie eine Melone. Ich verstehe. Haben Sie keine Angst, mit mir zu reden? Doch. Sie lügen. Ich kann Ihre Angst nicht fühlen. Aber sie ist doch gar keine Journalistin. Sie ist... Ich weiß. Oma, er hat uns angelogen. Nein! Wer sind Sie? Wer hat dich geschickt? Sag schon! Jafar! Bringt sie um! Thank you.
Nichts. Sie fliegen zurück nach Moskau. Er war in greifbarer Nähe. Ich konnte ihm sogar ins Gesicht schauen. Aber warum zum Teufel ist er dann tot? Sie hätten nur auf uns warten müssen. Was zum Teufel ist in Sie gefahren? Sie haben sich verhalten wie ein Wolf, der Schafe anschaut. Dabei hätten Sie sich verhalten sollen wie die Schafe. Und was jetzt? Batscha ist tot. Die Bomben sind immer noch da draußen und ich kenne zwei Teile des Codes. Wir haben nur diese Karte mit drei Ziffern. Vielleicht haben die gar nichts mit dem Code zu tun. Vielleicht denken sie ja, dass niemand diese Bombe zünden wird. Okay, beruhigen Sie sich. Tut mir leid. Sie müssen sich etwas ausruhen. Das Flugzeug geht in 9 Stunden. Gönnen Sie sich etwas Ruhe. Kümmern Sie sich um sie. Sie muss sich beruhigen. Verstehen Sie? Wie denn? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Hör zu, ich möchte nur, dass du... Anton? Anton! Dein Handy klingelt wie verrückt. Das ist dein Handy. Meins liegt unter meinem Hintern. Wer ist da? Jemand, den du suchst. Louis? Batscha ist tot. Nein, ist er nicht. Weißt du, meine Mama hat immer gesagt, wenn du überleben willst, dann halte dich im Hintergrund auf, Junge. Du bist ja auch der Boss, aber uns spielst du lieber den Laufburschen vor. Mir ist es egal, für wen du arbeitest. Offensichtlich wollt ihr die Bomben ausschalten. Und dafür braucht ihr den Code. Harte Aufgabe, oder? Was willst du? Ich brauche dich und du brauchst mich. Du kannst die Bomben nicht ohne mich finden. Und ich kann sie nicht ohne dich tun. Und weißt du auch? Warum? Warum? Weil du vor 30 Tagen Shaki Kirami getötet hast. Der kannte den dritten Teil des Codes. Darum. Ich kenne keinen Kirami. Er war sehr berühmt in Malaysia. Über seinen Tod wurde in allen Zeitungen berichtet. Aber nicht nur er wurde umgelegt, sondern auch seine 7 Bodyguards wurden getötet. Und jetzt pass mal auf. Einer von ihnen hat überlebt. Sir? Einmal vollmachen, bitte. Und der hat der Polizei den Mörder beschrieben. Und rate mal, wen die identifiziert haben. Dich, meinen Engel. Gut gemacht. In Norwegen wusste ich, dass ich verfolgt wurde. Deswegen hatte ich eine brillante Idee. Alle, die mich jagen, sollen denken, dass ich tot bin. Du warst dir sicher, dass ich auf dem Boot getötet wurde. Okay, Schätzchen.
Welchen? Wir brauchen beide den kompletten Code. Und wenn ich so überlege, dann kann ich mir vorstellen, dass du doch bestimmt auch wissen willst, wo der Sender ist. Jaffards Anwalt war ein kooperatives Kerlchen, wirklich. Er hat eine Markierung auf seinen Arm gebrannt. Er hat meinen Leuten gesagt, wo sich der Sender befindet. Und er hat ihnen die Karte mit dem ersten Teil des Codes gegeben. Der Norweger war nicht so entgegenkommend, aber wir brauchten ja nur seinen Teil des Codes. Die Markierung. Jetzt fehlt uns nur noch der dritte Teil des Codes. Und ich weiß nicht, wo wir ihn finden können. Verstehst du? Ich auch nicht. Beirrst du dich. Und ich werde es dir beweisen, wenn du herkommst. Allein. Denk drüber nach. Ihr wisst nicht, wo sich der Sender befindet. Uns? Ihr kennt nicht die zwei Teile des Codes. Doch, die kennen wir. Du bluffst. Nein. Dann sag sie mir. 866. Sieben, acht, vier, drei. Großartig. Und jetzt? Nun, wir sollten uns für eine gewisse Zeit... den Rest des Codes zu finden. Und dann? Dann bringe ich dich um. Oder du mich. Das werden wir sehen. Selbstverständlich musst du mein Angebot nicht annehmen. Aber ich sage dir, meine Leute... werden alle Kombinationen ausprobieren, bis sie die fehlenden Nummern finden. Und weißt du, was dann passiert? Wo kann ich dich finden? Lass dein Handy im Hotel. In 10 Minuten treffen wir uns an der Straße. Verwischung. Weißt du, wo das ist? Beeil dich. Sie ist verschwunden. Einfach weg. Wovon reden Sie? Ich habe geschlafen. Sie hat einen Anruf bekommen. Von Butcher. Von Butcher? Ja. Sie hat das Gespräch aufgenommen und ihr Handy dagelassen. Damit wir wissen, was los ist. Selbstverständlich musst du mein Angebot nicht annehmen. Aber ich sage dir, meine Leute werden alle Kombinationen ausprobieren, bis sie die fehlenden Nummern finden. Und weißt du, was dann passiert? Wo kann ich dich finden? Lass dein Handy im Hotel. In 10 Minuten treffen wir uns an der Straße, an der Uferböschung. Weißt du, wo das ist? Beeil dich. Haben Sie das Phonetikexperten gezeigt? Dieser Satz ist ohne jeglichen erkennbaren Ausdruck. Einige Vokale werden länger betont, was auf großen Stress oder eine Lüge hinweist. Natürlich hat er gelogen. Davon gehe ich auch aus. Aber sie hat gute Arbeit geleistet. Woher kam der Anruf? Das wollen wir gerade herausfinden. Beeilung bitte! Sie ist ohne ihr Handy abgehauen, das ist merkwürdig. Sie hat nicht mal das Foto mitgenommen. Welches Foto? Was bedeutet es? Dasha, Sie haben sich damit in Gefahr gebracht. Es ist kein Spiel. Sie verfolgen Sie und machen Fotos von Ihnen. Vielleicht auch gerade in diesem Moment. Es ist ein ständiges Risiko. Sie sind ununterbrochen in Gefahr. Sie dürfen nun mal keine Gefühle zeigen. Morgen wird er beigesetzt. Was? Aber wo? Bitte. Das geht Sie nichts an. Dasha, ich habe es Ihnen schon mal gesagt. Das ist kein kindisches Spiel, okay? Wir machen unsere Arbeit. Ich habe keine Zeit für diesen Kinderkram. Ein Andenken.
ich höre. Acha hat aus Kuala Lumpur, Malaysia angerufen. Schicken Sie bitte sofort Verstärkung dorthin. Sie sollen auf Abruf bereitstehen. Sagen Sie Karitonov, er soll diesen Kerl nach Kuala Lumpur schicken. Sie soll ihn sehen, damit sie ruhiger arbeiten kann. Das ist alles, was ich tun kann. Das bringt nicht viel. Der ist nicht aus unserem Bereich. Gut, dann ist er auch nicht in der Datenbank zu finden. Somit können die anderen auch nichts über ihn herausfinden. Jaffards Clan gehören zwei Handyanbieter. In Nahost und in Südostasien. Wie wir wissen, haben sie ihre eigenen Satelliten. Vielleicht hatte Jaffard ja diese Möglichkeit genutzt, um die nuklearen Sprengköpfe zu kodieren. Überprüfen Sie diese Anbieter. Ja, Sir. Tu mir einen Gefallen und schick deine Leute weg. Wovon redest du? Ich sehe niemanden. Keine Waffen? Keine Anrufe. Jeder von uns beiden muss ununterbrochen für den anderen sichtbar sein. Da könnten wir ein Problem bekommen. Was für eins? Ich bin ein Mann. Du bist eine Frau. Uns fällt schon was ab. Jaffard so eine Frau trauen. Wie konnte ein französischer Bankier den Sohn eines Terroristen adoptieren? Ja, weißt du, ich bekam einen tadellosen Lebenslauf. Ich war ein Waisenkind und auch ein Kriegsopfer. Ich war ein tapferes Kind, verstehst du? Meine Mutter liebte mich über alles. Weil sie noch nicht wusste, was mal aus dir wird. Ja, ich wurde größer und war eine Zeitbombe. Danach wurde ich erneut zu einem Waisenkind und meine arabischen Freunde fanden mich. Ich war genau die Person, die sie gesucht hatten. Ich war reich, stark und ich war engagiert. Leute wie ich machen Revolution. Verstehst du? Revolution. Wir überprüfen gerade den Nahen Osten und Südostasien mit Hilfe unserer Satelliten. Sollte jemand den Code aktivieren, können wir das Signal unterbrechen, haben dann aber ein Problem. Wir wissen nicht, wo die Bomben sind und wie lange es dauert, bis sie explodieren. Wir können die Quelle des Signals nicht zurückverfolgen. Spiel nicht den Messias. Verrückten wie dir und Jaffard geht's doch nur ums Geschäft. Oder möchtest du der größte Terrorist werden? Ich glaube, diese Rolle würde dir gefallen. Na klar. Um Geld zu verdienen, richtig? Ja, vielleicht mache ich's ja auch. Aus Überzeugung, wer weiß, wen kümmert's. Spielt doch keine Rolle, wieso die Bomben hochgehen. 4 riesige Städte,
werden ausgelöscht. Das ist das Einzige, was zählt. Du bist geisteskrank. Ja. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ein Code für Bomben dieser Art besteht normalerweise aus 11 Ziffern. Die ersten 7 Zahlen aktivieren die Bomben, dann werden sie 20 Sekunden geprüft und senden Standby-Signale. Genau in diesem Moment könnten wir die Bomben orten. Und sie könnten nur in dem Moment ausgeschaltet werden, wenn jemand versucht, den Rest des Codes auf irgendeine Weise einzugeben. Weiß sie das denn? Jawohl. Schluss jetzt mit der Gefühlsduselei. Zurück zur Arbeit. Warum wollte Jaffat, dass Saki Kirami stirbt, hm? Kirami hatte Aufnahmen von Morden, die Jaffat in Nahost begangen hatte. Hier in Malaysia bekam Kirami Geldsorgen. Und er fing an, Jaffat zu erpressen. Und wer? Wer hat Kirami jetzt ersetzt? Wer kennt den letzten Teil des Codes? Keine Ahnung. Jaffat ist hierher gekommen. Ja. Hier habe ich mich am 14. April mit Jaffat getroffen. War er allein hier? Ja. Der Italiener war sein Anwalt. Der Norweger war sein Freund und sein Arzt. Saki Kirami war sein engster Gehilfe. Wen hat er anstelle von Kirami ausgewählt? Bestimmt eine Person seines Vertrauens. Wie lange warst du hier? Wir sind am gleichen Tag wieder abgeflogen. Hat er jemanden angerufen? Nicht, dass ich wüsste. Hat er wen getroffen? Was? Das hat er. Mit seinem Bruder. Der ist gerade in der Stadt. Wer ist da? Wir müssen reden, es ist wichtig. Haben wir uns schon mal gesehen? Ich war vor kurzem hier, mit deinem Bruder. Jaffat ist tot. Du solltest besser gehen. Aber es ist sehr wichtig. Ich rufe die Polizei. Die kann auch nicht den Tod deines Bruders. Verschwindet. Das ist da drüben. Ja. Ja, danke, sehr freundlich. Wir haben den Franzosen gefunden. Stellen Sie sich vor, er ist in Malaysia. Unsere Leute beobachten dort bereits Jaffats Bruder. Der Franzose hat ihn heute Vormittag schon besucht. Er war in Begleitung. Und raten Sie mal, von wem? Ich will über jeden Schritt der beiden informiert werden. Wir dürfen sie nicht noch einmal verlieren. Haben Sie mich verstanden? Ja, Sir. Tripala! Konzert, ich kann mich mal auf hier! Wer ist da? Geh auf den Balkon. Wer hat angerufen? Keine Ahnung. Falsch verbunden.
Trägt Jaffats Zeichen. Er muss dir vertraut haben. Vor seinem Tod hat er mich angerufen. Er hatte eine Vorahnung. Er hat gesagt... Wo können wir in Ruhe reden? Auf der Aussichtsplattform. In einer Stunde. Kennst du ihn? Er hat Geschäfte mit Jaffat gemacht, bis sich ihre Wege getrennt haben. Glaube mir, Louis war schon immer Abschaum. Was hat dir Jaffat erzählt? Er sagte, er hätte Kiramis Nummern geändert und dass du die neuen Nummern an dir trägst. An mir? Hat sie gesagt, an mir? Das hat er gesagt. Verstehe ich nicht. Sie hat sich umgedreht. Ich kann ihre Lippen nicht sehen. Aber Jaffat hat mir nichts davon gesagt. Vielleicht gab es eine Botschaft. Nein. Denk nach. Er sagte, du würdest darauf kommen. Er hat dir vertraut. Du trägst ein Brandzeichen. Sollst du nicht vergessen. Er sagte, dass ich den Tag nicht vergessen soll. Welchen Tag? 3 Tage nach unserer Rückkehr aus Malaysia brannte er mir das Zeichen ein. Ich schrie vor Schmerzen. Und er sagte, Dasha, diesen Tag sollst du nicht vergessen. Am Abend in seiner Festung angekommen. Plus 3 Tage. Dann haben wir den 17. April. 17.04.2007. So einfach ist das. Dieser gerissene Hund. Im alten Babylon bekamen die Sklaven Brandzeichen, damit sie wichtige Informationen in ihrem Gedächtnis behalten könnten. Wo bist du? Mein Flieger geht bald. Unsere Zusammenarbeit ist zu Ende. Es tut mir sehr leid. Ich werde dich umbringen. Das glaube ich
zu viele Probleme bekommen, glaub mir. Mach's gut. Können Sie mir helfen? Mein Mann ist weggeflogen und hat mich hier sitzen lassen. Agent 28 auf Leitung 2. Stellen Sie durch. Minuten ein Flugzeug nach Bangkok genommen. Er hat sich ausgegeben als... Sind Sie sich sicher? Aber dafür brauche ich Ihre Hilfe. Wie soll ich Sie ansprechen? Wie ist Ihr Dienstgrad? Okay, sie fliegt jetzt los. Ja, auf Wiedersehen. Gut, Colonel, brechen wir auf. Machen wir jetzt auf die Reise. Suchen die nach Ihnen? Ja. Kommen Sie. Wir haben sehr wahrscheinlich den Standort der Kontrolleinheit gefunden. Agent 28 wird allein dorthin gehen. Wir brauchen dringend Verstärkung.
Nur die Luftstreitkräfte aus dem Persischen Golf könnten rechtzeitig dort sein. Es ist ein problematisches Land, aber hier geht es um nuklearen Terrorismus. Ich denke, sie werden kooperieren. Ja, Nikolai? Stellen Sie mich zum Verteidigungsminister durch. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber wenn Sie dieses Video anschauen, heißt das, dass ich tot bin. Wenn Sie ein Freund sind, wissen Sie, was zu tun ist. Wenn Sie ein Feind sind, dann rennen Sie um Ihr Leben. Denn in 5 Minuten wird diese Festung explodieren. Wir haben ein Signal von Objekt C. An die Arbeit. Erster Teil des Codes angegeben, Einheit geöffnet. Geben Sie den zweiten Teil ein. Verehrte Kollegen, es ist meine Pflicht, Ihnen Folgendes mitzuteilen. Im Persischen Golf wird eine geheime Operation von unserem Geheimdienst durchgeführt. Wie bist du hergekommen? Ich habe deine Leute überzeugt. Wir haben Informationen, dass die CIA unseren Agenten beobachtet, weil sie denkt, er gehöre einer terroristischen Organisation an. Zweiter Teil des Codes eingegeben. Automatischer Test läuft. Wir empfangen Signale. Wir haben die ersten Koordinaten. Die zweite Stadt. Die dritte Stadt. Und die vierte Stadt. Wir kennen die Ziele. New York, Tokio, London und Moskau. Geben Sie den letzten Teil des Codes ein. Nicht schlecht für einen Bankier. Ja, Baby, das Spiel ist aus. Thank you.
Wie fühlst du dich jetzt? Ja? Es ist noch nicht zu Ende. Achtung, noch 3 Minuten bis zum Countdown. Bis zum Countdown. Ausgeschaltet. Сладость
Natürlich kämpfe ich nicht gegen die Russen. Ja, Sir.